Die Zukunft von Lionel Messi ist das alles entscheidende Thema beim FC Barcelona. Nun gibt es eine neue Entwicklung, die könnte auch Erling Haaland betreffen. Messi soll bei Barca nämlich kurz vor einer Verlängerung seines Vertrags stehen. Laut Berichten der Times steht sogar ein 10-Jahres-Vertrag zur Debatte mit einer Beschäftigung über das Karriereende des 33-Jährigen hinaus. Außerdem soll Messi bereit sein, in seinem neuen Arbeitspapier auf Gehalt zu verzichten, damit sich die Katalanen neue Spieler leisten können. Es soll sich um eine Summe von bis zu 670.000 Euro in der Woche handeln. Der katalanische Radiosender TVE3 berichtet, dass mit dem Gehaltsverzicht vor allem ein Transfer von Shootingstar Haaland möglich gemacht werden soll, der bei vielen Topclubs auf der Wunschliste steht. Ob sich Barca die Ablösesumme für den Norweger leisten kann, die mit Sicherheit im dreistelligen Millionenbereich liegen wird, ist allerdings mehr als ungewiss. Immerhin sitzt Barcelona auf einem horrenden Schuldenberg. Die Zukunft von Julian Draxler ist ungewiss. Sein Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Nun hat Paris dem deutschen Nationalspieler offenbar einen neuen Vertrag angeboten. Wie die L'Équipe berichtet, soll es sich dabei aber lediglich um einen Einjahresvertrag handeln. Bei PSG ist Draxler seit 2017 tätig. Zum unumstrittenen Stammspieler schaffte er es aber nie. Offen also, ob er sich mit einer ähnlichen Rolle ein weiteres Jahr zufrieden gibt oder er im Sommer zum Schnäppchen wird.